Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Paravelt mit dem Flash. Mit Centus, hey! Enki auch mal zu zweit. Ja. Haben wir es auch endlich mal hingekriegt, so oft wie ich das gesagt habe, was nichts wurde. Oh, zu Ende. Und was ist eben gestartet vor der Aufnahme? Vampire Rage, was jetzt schon wieder zu Ende ist. Gott sei Dank. Darum wollte Silot sich eigentlich auch kümmern, dass die ein bisschen länger gehen. Aber irgendwie. Sind da Luca bei? Stopp. Ne. Nö. Na, scheiße, da kann man auch Essen herstellen. Man kann die auch züchten. Pains in the Jungle, ja. Ja. Lukas? Wie meinst du das? Aber erstmal schön hier, dass es erstmal schön wieder am Laggen ist. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen schneller, früher aufnehmen jetzt, aber wir haben uns noch ein paar andere Sachen gekümmert vor der Aufnahme. Dass das auf jeden Fall funktioniert. So wie immer eigentlich bei uns. Ja. Oben so einer drin. Guck mal, was ich denn da. Hallo? Na ihr? Klein. Ich weiß noch zu Anfang, wo du hinrennen konntest und die nichts gemacht haben. Ja, die sind ein bisschen aggressivo. Ist doch nicht schlimm. Ja. Sorry Leute, ich habe hier ab und zu so einen kleinen Bugs drin. Bugs? Hacker, ja, Cheater. Nein. Na ja, gut, die können durch die Blöcke gucken, ne? Na ja, gut, das kann ich teilweise auch. Aber hier die Multischanken-Core habe ich hingekriegt, dass das nicht mehr abstürzt ist. Wenn ich das anhab. Das ist schon sweet. Muss unter eine Videoeinstellung gestellt werden. Doppelbogen-Attack. Ey, einfach drauf auf die Kack. Einmal hinlegen oder was? Ja, würde ich sagen. Oh. Es geht ab, Freunde. Einmal. Habt ihr eine schöne Hütte ausgesucht, ne? Ja, ist ja gut. Komm nur so. Na, ich wollte gerade sagen, wag ein Leben schon wieder. Fügt jetzt nicht immer Selbstschaden zu? Mm-mm. Ich muss kurz was trinken. Ich liege. Wie nervig das ist. Ah, ich liege nicht mehr gleich. Ich liege. Ich hatte gerade so Besuch noch im Bett. Okay. Ein Raptor? Jo, der wollte gerade noch ein bisschen kuscheln. Der will schon mit dir kuscheln, bitteschön. Hey, hallo. Guck mich doch an. Jung, brutal und gut aussehend. Oh. So, ich mach das eben, was ich gerade gesagt hatte, ne? Ja. Ich hör dich gleich wieder. Flash ist gleich wieder da. Er mutet sich mal ganz kurz. Keine Einleitung macht er. Yay. Bis gleich. Ja. Dann bis gleich. So, da Centus jetzt gerade uns nicht hört. Das Haus ist noch das gleiche. Oh, wir werden das auf jeden Fall noch definitiv ändern. Jetzt haben wir hier vorne noch so einer im. Geh ein bisschen Haier machen da unten drin. Tschüss mit dir. Wir werden hier noch Tiere hinsetzen müssen, weil das Farmviertel noch nicht den Vorrang hatte. Schafe fehlen, weil hier einmal Swarm war. Also die Wespen haben da natürlich die Schafe gekillt. Unsere Farmer arbeiten fleißig. Der Fischer und dir auch. Das arbeitet fleißig vor sich hin. Jetzt muss ich mal einmal hier wieder was rausnehmen. Sonst ist der nämlich voll, der gute Junge. Aber der macht ja auch schön fleißig weiter, die Steine. Aber dazu kommen wir gleich auch noch, weil wir haben eine zweite Methode, Steine herzustellen. Im Generator. Die Fische laufen auch, das ist ganz gut. Da sollen die auf jeden Fall weitermachen, dass die auf jeden Fall da Essen haben. Das lasse ich jetzt zum halbwegs volllaufen, weil das Weizen werde ich zum Tamen bzw. zum Füttern benutzen. Dass das hier weitergeht. Wie viel habt ihr noch? Ihr habt doch Arschspiel, also noch eigentlich alles soweit gut. Jay, darf ich einmal danke? So, jetzt kommen wir zu dem großen Neuen. Oben links sieht man noch von Tim den Turm. Hier kommen die Schmelze bzw. die Gießerei und eine Industriefabrik rein, dass sie hier verarbeiten werden kann. Das kommt nach und nach, werden auf jeden Fall ein paar Bilder davon zukommen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich zum Beispiel die Tower, die da hinten sind, die kann man auch, glaube ich, von hier irgendwo schon sehen. Ich guck gerade mal. Ich glaube, vom Dach kann man die auf jeden Fall sehen. Aber ich habe mittlerweile Blöcke hingesetzt, dass ich einfach hochkomme. Schnapp dir das.
Denn bevor ich hier gleich wieder zu Zendos rüber rausche, mache ich nämlich gleich noch einen kleinen Mod dazu. Oder sind, da ist noch so ein Ding. Wenn wir schauen. Das Dach wurde einmal gedamaged. Da hinten sind zwei Türme. Man kann die, glaube ich, da und da. Das sind die Türme. Die sieht man von der Karte hier aus. Die sind schon ein bisschen groß. Das sind die Türme für die Tore, die jeweils hier hinkommen. Jeweils pro Stadt, beziehungsweise pro Eingang zu den Dörfern. Hier unten hatte ich auch noch ein Dorf gefunden. Hier ist ja noch ein Dorf. Das heißt, die werden auf jeden Fall, man sieht jetzt die Maus schlecht, von dem oberen Dorf, was jetzt da schon angebunden ist. Man sieht den Weg da. Geht es nach links runter. Und dann geht es halt, also nach links und dann geht es halt runter. Und mit dem anderen, was wir unten hier sehen, gehen wir dann halt komplett weg runter. Und da ist ja noch so ein Vulkan, den man ja auch abbeinen kann, weil der halt Black Marble wäre, wenn man es braucht. Und oben ist ja auch noch eins. Das heißt, von dem Königsviertel wird dann auch noch ein Ding kommen. Oder halt unterirdisch unter dem Königsviertel und dann wieder hoch, dass da was zukommt. Dass auch da auf jeden Fall was machen können. Jetzt werde ich mich mal wieder ins Haus begeben. Ins Haus, genau. In das Haus. Und euch mit in den Mod reinnehmen, den ich jetzt als nächstes vorhabe. Hat sich ein bisschen was vereinfacht. Eine Sache habe ich jetzt noch nicht dazu geholt. Und das ist der Collector gleich. Ihr wisst gleich auch warum. Ich habe ja alles in der Kiste ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen einmal das. Dann brauchen wir das hier noch. Und die 3D nehme ich jetzt auch noch mit. Denn was jetzt dazu kommt, ist Better Chest. Better Chest habe ich jetzt unten schon eine Kiste hergestellt. Wir können einmal bei Better Chest einmal einen Generator erstellen. Koppelgenerator. Zeige ich euch gleich wieso. Dann brauche ich für einen Rucksack ein Player Feeding Upgrade. Oh, das war falsch. Ich glaube, das war nur. Genau. Da brauche ich nämlich 14 Stück. Einmal für den Rucksack, einmal für die Kiste. 14 Upgrades. Jetzt kommt. Jetzt habe ich noch nicht geguckt, was das Collector-Ding braucht. Ist das, wie heißt der Mod? Better Chest, da ist er. Wir brauchen gleich noch eine Truhe. Und einen Generator. Und wie man jetzt sieht, brauche ich noch so einen Collector. Gumpurator, Feeding. Da, Collector. Okay, Hopper. Eisen. Oh, Hopper und so ein Ding. Und Enderperle Redstone. Okay, das sollte nicht das Problem sein. Hier sollte noch ein bisschen Eisen drin sein. Okay, können wir auf jeden Fall noch machen. Dann Enderperlen 1, 2. Ich weiß nicht, wie viel ihr braucht. Und Redstone. Denn das werde ich gleich für Zendos auch noch machen. Beziehungsweise wenn ich das Material natürlich. Zwei haben wir noch. Gut, perfekt. Zwei kann ich auch noch machen. 4, 6. Dann hätte ich uns meine 8. Brauche ich nur noch einmal die Truhe. So, 1, 2. Eine Truhe. Und dann später den Rucksack. Der Rucksack kommt immer mit. Also ich werde gleich auch einen Rucksack austauschen dafür. Für das Ganze. Weil ich habe ja mittlerweile so viele Rucksäcke dabei, dass das eigentlich nicht mehr normal ist. Ah ne, die kosten ja 3, die Dinger, ne? So. Ah ne, war glaube ich nur eine Enderperle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, da kann ich noch nicht mehr machen. Okay, wäre nicht das Problem. Rucksack. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Der ist es nicht. Nee. Da gibt's. Oder ist das der Rucksack? Outside. Das ist der, genau. Da brauchen wir eine Better Chest. Und einen Rucksack. Kein Problem. Steine habe ich ja genug. Wenn wir uns da nicht sogar 1, 2 mehr machen, dann könnte ich eigentlich noch einen Collector machen, weil ich ja sowieso eben Eisen brauche. Was mittlerweile hier unten komplett geschmolzen. Man sieht ja, hier ist die Better Chest. Die auch nach und nach alles schmelzen soll. 5. Um uns einfach das Material nach dahin zu bekommen. Dafür gibt es halt auch einen Rucksack, der kann halt das schmelzen in der Zeit. Ist halt ein bisschen komisch, wenn man das macht, denn der schmilzt den Stein, den man hat, schmilzt der auch weiter. Das ist natürlich total blöd. Da kommen diese Platten raus und das will ich ja eigentlich dazu nicht. Einmal.
So, nochmal 3, 2 Hopper hinzufügt, eine Enderperle, 2 Redstone. Und so ein Upgrade. Fleisch nicht, ein Upgrade bitte, dankeschön. So. Jetzt wollte das gute Back. Achso, okay, wir brauchen noch 2 Leder und 4 Strings. Gut. Und dann wandern wir auch gleich zu Centus. 4 Strings, 2 Leder habe ich auch. Da könnten wir eigentlich noch 8 aufhängen oder so gleich. Dass ich noch ein bisschen Taint bekomme hier vorne. Für Sattel, für die Wags. Wo ich auch am Sammeln bin einfach. Denn die sind eigentlich ganz, ganz gut zum Reiten. Wenn mal einer weg ist, dann hat man wenigstens auf jeden Fall seinen Ersatz. Klar, bei dem Eschen ist es halt immer ein bisschen blöd. Da hat man nicht so viel Ersatz von. Die gehen ja schnell weg. Die Dinger führen ja ganz ihr Eigenleben, komischerweise. Jetzt habe ich vergessen, eine Truhe zu machen. So. Ich bin, glaube ich, gerade am überlegen, ob wir einfach noch mehr Truhen machen. Schaden kann es nicht, das Ganze. Einmal nochmal so rum. So, Patronen. Den Furnace brauchen wir jetzt eher weniger. Weil das habe ich mir dann überlegt, das machen wir erstmal nicht. Ein Void Upgrade, okay. Haben wir. Da darf ich nämlich nicht vertun mit. Und dann machen wir nämlich eine Müllkiste. Da kann einfach alles reingeschmissen, was ich einfach denke, brauche ich nicht. Hier gibt es dann noch andere Upgrades. Animal Harvest Upgrade. Da muss ich nur reinfuchsen, wie die genau funktionieren. Es gibt noch Blocking Upgrade. Das sind also Dinge, die echt dann sehr lustig werden können. Ach, Wolle brauchen. Wolle brauchen? Okay, habe ich irgendwo. Da, 1, 2. Das war ja eigentlich, weil ich geplant habe, dann die Dinge auf Rot zu machen. So, was wir jetzt machen müssen, ist einfach mal das Upgrade da reinzuziehen. Ah, Kacke. Feeding Upgrade. Players Feeding Upgrade. Zack. Jetzt könnten wir. Kann man den nicht irgendwo reinpacken? Nein, geht leider nicht. Schade. Aber. Wenn ich jetzt hier Essen reinpacke, sollte er rein theoretisch genau das machen. Und automatisch Essen hinzufügen. Jetzt macht das natürlich nicht voll, weil halt der halt darauf achtet, okay, ich brauche 2,5 Hungerkeulen und kriege dann dafür auch noch 3 gelbe. Jetzt habe ich natürlich nicht 2 Hungerkeulen, jetzt können wir eigentlich immer ein bisschen so durchrasen, bis er dann 2 irgendwann hat. 2,5, dann wird er auch danach sich füttern und der macht das doch die ganze Zeit weiter. Geht das auch mit den Kisten? Ne, dann müssen wir das mit Rechtsklick machen. Jetzt kommt aber hier noch zu Collector Upgrade. Sollte er sich eigentlich machen? Das ist per. Gibt es die auch per Rucksack? Normalerweise gibt es die eigentlich, sind die für den Rucksack gedacht. Ach, da brauchen wir noch ein Energy. Okay, alles klar. Was kostet das Energy-Ding? Redstone, Black of Coal, Stone haben wir. Gut. Aber wir wandern mal nach Centus einfach rüber. Hallo. Hallo. Jetzt habe ich das gerade mit dem Rucksack schon gemacht. Und das ist gar nicht mal schlecht. Der füttert mich jetzt einfach automatisch. Okay. Nur nicht voll, weil er genau achtet, wie viel Hungerkeulen ich habe. Aber er macht es dann halt automatisch. Kostet halt nur ein bisschen Material. Material? Material. Das war gerade dunkel. Ja, aber wir können auch gleich pennen gehen. Ich guck gerade Block of Coal, Redstone. Ups. Wenn wir diese Cobblestone White Dent, da macht er diesen Bug, dass ich da durchgucken kann. Okay. Vielleicht auch ein Texture Pack. Das könnte ja auch sein. Ich wollte sagen, ich liege schon. Dann können wir nochmal kurz neu laden. Nein. Sollte ja nicht so lange dauern. Und was ist der Texture Pack? Ich hab' mal einen anderen. Ich brauche erstmal nicht. Ich werde die Karten, wenn das so lange dauert. Ist ein Block of Coal brauche ich noch? Oh ne. Ja gut, ist immer noch. Ja, vielleicht ist es einfach eine Buggy. Block of Coal, Red, dann hab' ich schon. Das sind so schöne Rucksäcke, die man einfach benutzen kann. Sender, willst du vielleicht auch einen davon? Klar. Ich hab' nicht mehr so viel Material dafür. Ich bräuchte halt noch. Was bräuchte ich denn? Obwohl, das hab' ich. Ich bräuchte halt nur Eisen, wenn du noch hast irgendwo. Und das Mädchen hier vorne ist noch genug Eisen drin. Gut. Und dann mach ich auch einen mit Collector Upgrade.
Guck, ob du mal irgendwo Enderperlen hast. Hab ich. Gut. Hier hab ich. Redstone ist nicht das Problem, das hab ich. Das ist halt echt der Block. Vielleicht ein Nächster. Hab ich zwei? Bei mir oder unten eine Kiste? Ich hab welche Kosten denn? Enderperlen? Ja, die, wie groß du deine ab. Also kannst du 8 mal upgraden, ne? Kostet okay. Pro Upgrade 8 Enderperlen oder halt 3 Hopper, das ist halt das teuerste. Upgrade die 2 Enderperlen hab ich halt bei mir, aber unten in den Kisten sind noch welche. Ja. Bring halt dann pro Upgrade, also wenn du alle haben willst, alle 8, dann brauchst du 40. Dann brauchst du eigentlich 120 Eisen. Aber wenn du voll collecten willst, ich mach jetzt nur 3 Collector, die reichen, glaube ich, für den Anfang. Also 24 Enderperlen? Nee, also bräuchtest 8 Enderperlen, aber 120 Eisen. Aber ich sag mal, es reichen noch 3 Enderperlen und dann halt 9 Hopper. Erstmal. 120 Eisen? Ja, 120 Eisen, 8 Hopper, 16 Redstone. Gut, die Upgrades habe ich alle. Muss ich noch ein paar Hersteller nehmen. Wir haben hier 300, fast 4 Stacks Eisen drin halt. So. Das ist der voll ausgebaute, jetzt kommt der Collector Upgrade noch rein. Hast du dann voll ausgebaut? Nein, ich hab 3. Ich hab jetzt 3 gemacht. Okay. Wie viel war von der Stunde? Für 3? 3 mal 5 mal 3, 45. 45? So, da ist jetzt die Void Chest. Da machen wir jetzt auch ein Schild dran. Weißt du das selber? Ja. Boah, ist es eigentlich gefährlich, eine Müllkiste in meinem Lager reinzumachen? Um wenn mich nachher eine mal zu trollen. Ich brauche hier nicht hin. Hallo. Hallo. Weil der Rucksack sieht dann so aus. Den hat Tim doch auch schon. Ja, aber er hat es halt nicht upgegradet. Aber ich hab ihn auch schon mit dem Wohnmann gesehen. Naja, als das gleich noch dazu kommt, es gibt gar eine Kiste, die kann Kompensationen rausmachen. Auch das und das mal eben, warte. Watch it. Ja. Mal das hier. So, Material. Ich muss bei Tim gleich noch reparieren. Naja, wo ist das gelandet? Sag nicht die Watch jetzt auf das ein. Nein, normalerweise nicht. Warte mal. Oh oh. Guck mal rein. Wo landet das denn? Ich weiß so. Ja, im Rucksack. Ich meine, hä? Ja, der collectet alles. Habe ich mich auch eben schon mal, hä? Was? Wo? Okay, Upgrades habe ich jetzt, wo ich noch Wolle. Besorg mir mal. Ah, das kann ich aber selber. Oh, Steine habe ich noch. Mach ich gleich selber. Ja. Das. Hallo, Schmuck. Strings brauche ich noch, Leder brauche ich noch. Und ich brauche noch ein paar Sticks. Sticks? Ja, das kostet kein Energy Upgrade. Ja. Also Rucksack, einmal Rucksack. Oh, ich brauche noch Slots Upgrade. Wie gehen die nochmal? Okay, ich brauche Holz. Holz hat aber hier gar kein Problem. Ja. 1, 2, 3, 4 weg. Und da kostet. Ich nutze halt das Ding auch gleich als Lager mit. Ich habe mir halt noch nichts gebaut. Ja, das Haus wird aber noch geändert, also von daher. 7 Upgrades. Fangen wir erstmal an, dass du erstmal ein Upgrade bekommst hier drauf. Wie groß wird das denn dann bitte schön? Das ist ja groß. Dann brauchst du. Das will ich mal sehen. Nur eine Energy. Dazu brauch ich noch. Da kann ich auch alle umbauen. 2 Daumen. 1, 2, 3, 4. Jo. Ich guck dir gerade dabei zu. 2 davon. Ich muss gleich, wie gesagt, Tim Zaufmann weiter reparieren, weil der Oger meinte, mach ich kaputt. Soll er die Oberhalt abschalten? Das ist massiv. Ah, scheiße, ich brauch Holz. Die Oger sind echt nie. Ja, ja. Warum haben wir die Kegelkanne machen? Schon kaputt. Und wenn man halt da nichts ausleuchtet, weil ich verstehe, ist das eigentlich auch selber schuld. 6000 Mal gesagt. Ausleuchten bitte. Nein, okay. Hat man ja bei mir in der Aufnahme gesehen, dass ich richtig ausgelöscht habe. Nee, ist aber nicht in der Aufnahme. Was ist denn? Hoppa. Und man hat auch so gesehen, dass das nicht richtig ausgelöscht war. Nee. Also das Problem. Zu wenig? Oh, mir fehlt eine Kiste. Ah. Hab ich noch eine hier irgendwo rumdimmeln? Nee, leider nicht. Okay. Holz. Holz. Egal, ich werde mal das Darkwood. Na, meine Freunde, der Nacht. Sollen die Werkbank wechseln hinten? Dann ist, glaube ich, der Ingenieurkammer noch drinne. Also, was hat er dir erzählt, was er dabei sich oben noch hinbaut? Nee. Stall? Was denn? Kommt ein Stall im Magier für dich? Kommt sowas nicht normalerweise woanders hin? Was denn? Was ist das? Stelle. Ja, eigentlich ins Farmgürtel. Eigentlich ja. Hab ich jetzt alles genommen. Jetzt kriegst du Energy Upgrade drauf. Okay. Und jetzt kriegst du noch Collector Upgrade drauf. Also, das ist jetzt in deiner Nähe, das kriegst du auf. Okay. Wow, der ist groß. Der sollte reichen, ne? Ja. Was ich jetzt so mache, ist jetzt noch eine Cobblestone-Kiste. Eine zweite. Die eigentlich, wo soll sie rein? Na, die kann eigentlich mir oben. Ich will aber nicht in der Hand haben, ne? Was? Den Rucksack? Doch, ich weiß nicht, du kannst den in keinen Slot reinpacken, habe ich gerade schon mal geguckt. Du kannst den in keinen zusätzlichen Slot reinpacken. Du kannst ihn aber, glaube ich, mit der Kürzeltaste. Es gab mal eine Kürzeltaste X oder so. Kannst du, glaube ich, darauf eingehen. Dass es einfach irgendwo in deinem Inventar ist und einfach X drücken konntest. Ich guck mal gerade, Controls. Das ist alles so zugebaut, ist hier, ey.
Inventory B, nö. King Core, nö. Es gab mal irgendwo ein Tastenkürzel dazu. Eternal Frost. Ich weiß es gerade nicht. Open Backpack. Ah, keine Ahnung. Ja, alles gut. Guck gerade hier. Ja, aber dass alle Knöpfe so weit belegt sind, das ist auch. Ja, das ist. Das ist schon ein bisschen nervig. Ich nehme den Rucksack auf jeden Fall zum Sammeln, weil er einfach ein bisschen besser ist. Der hat viel mehr Upgrades. Nee, das geht auch nicht. Ja, auf diesen Backpack-Slot zu setzen geht. Nee, habe ich auch schon probiert. Dann mache ich das wieder auf B. Wo ist denn eigentlich der Backpack-Slot? Hä? Wo ist denn der Backpack-Slot? Backpacks. Toll mit B, ne? Ich glaube, da ist der Waypoint drauf. FB ist das. Aber ich krieg's halt nicht so auf. Ja. Guck gerade. Bin ich blöd? Ja. Also bei mir ist Öl noch nicht besetzt gewesen. Bei mir auch noch nicht. Zooming. Zooming, zooming. Ich hab das auf Semikolon gemacht, ist doch Ü. Ü. Ü will er nicht. Heißt das anders? Backpacks, ist doch das bei Open Backpack, ne? Das ist ganz oben. Will er bei mir nicht. Shift und dann. Shift und Ü oder Ö oder was du genommen hast. Achso, ja gut, aber nicht, dass er halt verloren geht dadurch, ne? Ich weiß das halt nicht, wenn du jetzt stirbst. Wie das da ist. Also aber mit dem, aber mit dem anderen, wenn du stirbst, bleiben die da, oder wie? Hä? Oder hast du das noch nie ausprobiert? Was? Mit dem Backpack-Slot, wenn da die normalen Backpacks drin hast? Also im Life in the Woods war ja, dass der weg war. Mhm. Ach, du hast noch nie, noch gar nicht ausprobiert, null. Ja, habe ich das noch nicht ausprobiert, nein. Das ist natürlich Ahnung, miese Brise. Ja, dann lass ich's mal. No bist noch fun, das zu verlieren. Einfach einen machen und dann testen. Aber mal verrecken. Ja, da brauchst du ja nur einen standardmäßigen machen, ne? Mhm. Naja. Guck ich gerade, wo stelle ich denn die olle Cobblestone-Kiste her? Das ist ja auch nochmal zusätzlich was machen. Einfach hier oben. Das kannst du ein bisschen auf die Eier. Dass man durchgucken kann. Guck mal echt, ob das im Texture-Pack liegt. Vermutlich mal. Mal das Pack rausnehmen müssen. Pennen gehen gerade? Pennen gehen? Ich lade gerade das Texture Pack. Achso. Dann gucke ich, dass ich mal eben einen Schubs Lava noch bekomme. Wir sind schon wieder bei 27 Minuten, ne? Mhm. Ja, weg, Magier. Tschüss. Kann ja ruhig, die ist ja nicht so schlimm hier. Tschüss, Magier. Nö. Daran liegt es nicht. Jetzt kann ich schlecht pennen gehen. Im Texture Pack liegt das nicht. Naja, dann liegt es irgendwo im Block. Nö, in der Optifine-Einstellung wahrscheinlich. Jetzt haben wir einen privaten Lavasee gehen, hi. Das ist aber nur der eine Block halt. Tschüss. Mob. Ach, meine Lieblingskiste hier. Beziehungsweise meine. Aber du willst die Folge doch nicht länger machen, oder? Nein. Ich kann ja auch noch eine weitere hinterher aufnehmen, siehst du nicht? Man kann ja auch 1-2 Folgen rausmachen. Hm? Was hältst du davon? Und was? Weil ich mache immer gerne, dass ich eine Folge aufnehme und dann eine neue wieder. Ja, ich mache jetzt hier geh noch was twinkeln, twinkeln, binkeln. Twinkel, twinkel, da ich hier noch ein bisschen Zeitraffer und EC reinmache. Hallo. So, also probier doch. Mal gucken, ob der mit Wasser das auch macht. Das wäre ja voll lustig. Habe ich dir Player-Feed reingemacht? Ich habe dir, glaube ich, kein Player-Feed reingemacht. Oh, das müssen wir noch machen. Nee, hast du auch nicht. Gucken. Wasser? Okay, Wasser macht er nicht. Schade. Im Standard sieht zumindest der Boomerang besser aus. Im Standard-Pack.
Macht der nochmal ein Player-Upgrade? Ach, davon? Ich brauche aber noch ein Slot-Upgrade, weil ich davon keiner mehr habe. Oh, das wird jetzt lustig. Ich habe kein. Shit, ich habe keine Upgrades mehr davon. Okay. Kann ich irgendwas wegnehmen? Nö. Nee. Was sind denn das für Upgrades denn, ne? Bella Chess. Ich glaube, wir hatten unten noch im Lager welche. Eine Kiste. Ah, ich brauche ja Eisen. Also Eisen, Fenster. Diese Bars. Ja, warte mal. Nö, nee, alles gut. Oh, sowieso bestimmt später noch mehr. Ich bin mir gerade auf den Keks. Dass ich da durchgucken kann. Bist halt ein Durchgucker. Nein, haben wir nicht mehr, dann die Tim wahrscheinlich alle rausgenommen. Hast du halt vielleicht den Durchguck dadurch? Ja, ich will aber nicht durch die ganze Welt gucken kann jedes Mal. Und das sind halt die White Dent. Da kann ich halt die ganze Zeit durchgucken. Mag halt ein bisschen blöd sein. Aber voll ungewohnt. Ohne gerade Texture Pack, ne? Aber meistens Texturen sehen echt gut aus. Ja. Man gewöhnt sich auch so schnell an das, dass man. Das wirkt eher mittelalterlich. Ich wollte halt auch nochmal ein anderes Texture Pack ausprobieren. So. Einmal. Was er in so einem Mittelalter macht, ne? So, jetzt pack deinen Rucksack daneben. Hier. Zack. Na, jetzt kannst du Essen einfach hinten ins Backpack reinpacken. Und jetzt wird da dauerhaft Essen füllen. Okay. Also bis der sagt, okay, er kann es nicht automatisch machen. Solange füttert er dich. Okay. Mit dem ganzen Mist. Aber, da du ja gerne jede Folge gern machen willst, können wir das jetzt auch gleich machen. Nur das mache ich dann beim nächsten Mal. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Und ich glaube, wir können ja vor dem Morgen beenden eigentlich, ne? Hey, meine Walks. Deine Walks. 2 von 4 sind hier. 2 von 4. Du Tier. Ja. Tims Ding mache ich gleich noch heil. Ja, ist geschrottet. Ja. Aber ich bin nicht so einer, der das dann kaputt stehen lässt. So wie andere Leute. Das kümmere ich mich gleich, dann läuft das auch. Ready? Gut. Ja. Holzkopf. Ich guck schon in F5-Modus. Mache ich irgendwie zurzeit jedes Mal, wenn ich beende. Hey, tschüss. Hey, tschüss. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Paravelt mit Flash. Mit Centos. Tschüss. Tschüss.